Guten Abend, einen wunderschönen. So, wir melden uns mal wieder zurück. Wir haben heute für euch ein kleines Let's Play. Hallo. Wir machen ein offizielles, was machen wir denn heute, Leute? Ja, wir treffen uns jetzt am Pier und fahren gemeinsam mit euch jetzt schubern. Auch natürlich zum La Centros Pier mit einigen Leuten, die hier gerade sich versammelt haben. Vielen Dank dafür auch an alle Leute, die wir hier gerade auch im Spiel zu hören. Einige sind nicht auf dem Teamspeak, aber dafür danke schon mal, dass das hier so sehr gut klappt schon mal. Es ist schon mal ganz gut, dass hier so viele an der Garage stehen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und dann fahren wir erstmal zum Pier und später wollen wir dann noch eine kleine Rundfahrt machen durch Los Santos, beziehungsweise einmal drumherum. Und da kommt es auch schon, die Kollegen sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wagen, mit dem dahinter in der Ecke steht. Ja, das sind schon eine Menge. Einige sind noch am Autos rumsuchen und so und einige kommen noch auf den Server, also im Augenblick dauert es noch. Und dann fahren wir gleich zum Los Santos Pier, wenn es klappt, in Kolonne, mal sehen, ob es funktioniert. Das wird natürlich nicht so leicht, denn man sollte als Vorderer fahren, sonst fahren wir dann alle und das wird schwierig. Genau. Ja, wen darf ich da? Bei uns hier natürlich im TS, bei den Märtyrern darf ich natürlich neben mir euren Gordon, mein Dickerchen, den Christian noch, den Erwind. Hallöchen, Leute. Groß. Der Tommy ist anwesend. Guten Abend. Ich verfluche gerade GTA. Der Benny, der ist auch gerade mit am Start. Guten Abend. Ja, herzlich willkommen. Ich bin der quasi Übersetzer ins Spiel, damit das auch umfangreich hier funktioniert. Und neben mir, der auch noch ein kleines Let's Play, aber leider noch ohne TS-Ton aufnimmt. Das ist unser Neuzugang. Unser Maxi King. Guten Abend, Gerrit. Schönen guten Abend. Wie man ja auch schon sieht, so einige wenige haben sich ja auch schon eingefunden. 5 Minuten lädt er jetzt. So, Leute, wollen wir mal Richtung. Wir haben gesehen, auch bei uns gibt es immer technische Probleme mit der Konsole oder mit dem Spiel oder mit Teamspeak. Benni, sag's mal Bescheid oben. Was soll ich denn sagen? Dass sie los sollen, los können. Ja. So, liebe Leute. Komm ich rüber. Wir können dann jetzt langsam losfahren. Ich weiß nicht, wer hier der erste Wagen sein möchte. Kleinen Moment, kannst du noch warten? Auf jeden Fall können wir langsam losfahren. Der Thomas, der kommt wahrscheinlich noch nach. Ich bin gerade dabei, auf einen anderen Server zu wechseln. Ja, genau. Thomas ist also auch gleich da, aber Gordon hat uns den Startschuss gegeben, dass wir so langsam den Abdampfer von hier machen können. Oh, das sieht so hammer aus. Ich habe jetzt nur keine Möglichkeit, glaube ich, ein Foto davon zu machen. Ah, scheiße, Alter, jetzt einen Hubschrauber haben. Ja, dann lass doch schon mal losfahren. Ja, ich versuche gerade ein Bild davon zu machen, aber es gelingt mir nicht. Ah, ist doof. Ich bin auf dem Server. Wenn das vorne mit ein bisschen erhöht steht, dann macht ihr davon ein Foto. Eure Autos ja, schon, wartet mal kurz. Ich mache ein Foto von euch. Da stehen sie ja, dann fahren sie wieder weg. So, ich versuche ja die Einfahrt hier ins Let's Play mit aufzunehmen. Oh. Ich mache ein Foto von. Scheiße, das ist noch so weit weg. Braucht um sich abzu. Leute, hier vorne geht's schon wieder etwas hart zur Sache. Die Autos werden schon wieder misshandelt und gequält. Ich hoffe, es steht keiner in der Einfahrt. Keine Ahnung. Da haben wir auch schon das Foto hochgeladen in die Galerie bei mir beim Afro-Song nehmen. Ey, klar, jeder darf das Bilder machen. Aus, ne? Der Qualm von allem sieht auch klasse aus, muss ich ehrlich mal sagen. Rosa Qualm, blauer Qualm und ach du Heiliger. Ausfahrt bitte freimachen. Alter, Tommy, willst du mir erzählen, dass du der Letzte bist, oder was? Okay. Die Letzten kommen, sind die Besten, hallo? Was ist hier, aber... Ich komme mit dem besten Sahnestück. Alter, Alter! Du, da drüben, da sieht er den Wobdevil. Guten Abend. Hallöchen. Servus.
Soll ich vorfahren? Der Maxi King gerade an der Straße vorne steht, der kann dann zum Schluss gleich unser Leitfahrzeug sein. Der wird gleich vorne bleiben, dann müssen wir nicht extra hier so eine Walkerei machen. Und ich würde sagen, der Thomas ist ja jetzt auch da, herzlich willkommen auch zu dir, dass du, also wir fangen von links an. Maxi King steht da jetzt schon da vorne, dann von links kommt der Thomas, dann der nächste Wagen ist der Spieler, wie heißt er, YouTube, 90, 56, 75, 67, dann der Zellne, dann der Lexi, dann ich, dann Stevie und dann der Marvin Lee, dass wir so von links nach rechts weggehen und immer der nächste Wagen fährt. Das wäre, glaube ich, das Beste. Dann haben wir eine Kolonne und ja, wunderbar. Also jetzt muss ich YouTube losfahren. Ich glaube, das ist ein gutes System, so kriegen wir das, glaube ich, hin. YouTube, du müsstest kommen. Bleiben ist nicht gut. Fahr mal los, langsam. Christian, du kannst da mal aussteigen, kannst da mal gucken, ob du Bilder machen kannst. Ja. Wenn die hier eben halt so nach und nach alle reintreffen. Ja, ich glaube, ihr hört nichts. Dann machen wir es von rechts nach links. Kommst du von da oben, oder? Alter, wer ist das denn? Wer schießt denn da jetzt? Ich weiß nicht, ich hab auch nicht. Leute, nicht schießen. Was machen die zwei drüben? Ach, hier drüben, Busenstern. Das sieht geil aus, ey. Voll die Kolonnenfahrt, ey. Was hab ich auch noch nicht erlebt? Richtung Bier, ey, ohne Witz. Macht der weiter so, zück ich einen Raketenwerfer. Nein, da wird nicht geballert. Sag das dem Vorher mal, der hier rumschießt. Mein Auto wird nicht beschossen. Ey, aber auf der Karte sieht das geil aus. Ja, nimm das alles auf, ey. Ja. Ich kann es eben halt leider nur über der Karte halt sehen, ne? Noch, ja, noch. Gott, das ist ja richtig oder was? Hä? Wir sind Hochzeitslinge. Nee, ist so richtig. Moment. Falls du nicht weißt, die wo die kommen von da oben. Von Pier, oder? Da treffen wir uns am Parkplatz alle. Von der anderen Seite, von links. Pardon? Wir treffen uns doch am Pier, oder? Ja, ja. Jetzt fährt schon einer vorne. Mann, da wäre ey Leute, ich bin so gespannt, ob das was wird, ey. Bis jetzt klappt's, wir sind in der Kolonne und wir fahren uns nicht so dolle gegeneinander rein, also. Naja, eben, deswegen ruhig mal ein bisschen Distanz zueinander haben. Und ich halte schon Abstand, keine Sorge. Ja, ich war so, dass ich Maxi King gerade so, jetzt ist wieder auch einer reingefahren. Mann, ey. So, dann wechseln wir nochmal auf die Karte. Oh. Ach, ihr fahrt eine kleine Runde, oder was? Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Warte mal kurz. Ach du Scheiße, alles klar, nee, warte mal. Wir stehen mitten auf der Straße, Alter. Alles klar. Genau, so sieht's gut aus. So sieht's scheiße schön aus. Wir blockieren die ganze Straße, Alter. Alter. Wir müssen doch Polizeibegleitung haben, eigentlich. Das wäre geil, ja. So, wer ist der Erste hier vorne? Maxi King. Maxi, alles klar, denn immer der Nase nach. Ja. Sauber entlang. Oha, hinten wird gedrängelt. Oh, oh, oh. Ja, so ein bisschen drängelt man ja. Oh, geil, ey, das sieht so geil aus auf der Karte, ey. Oh, Justus ist ordentlich am Glitchen, ey. Schade, dass man keine Blinker setzen können. Ja, das würde ich auch gerade gern gemacht. Hätte ich auch gerade gern gemacht, ja. Ja, man fährt ja auch selten so vorsichtig, ne? Ich wollte ja eigentlich meinen Weißen noch rausholen. So, wer fährt da gerade raus? Ja. Naja, egal. Ist das? Oh, das sieht so geil aus. Ey, Christian, die kommt doch von vorne. Gerade raus. Was macht der? Will der wieder so, mitmachen, oder? Einmal aufs Fahrzeug bitte. Ah, nee, ins Fahrzeug. So, Leute. Da. Oh. Da kommen sie. Zieht euch die Scheiße rein, Alter. Alter Schwede. Geile Scheiße, Bild. Alter. Richtig geiles Bild, Alter. Ich bin dran. Das ist schon echt cool. Geile Scheiße, Alter. Wir werden eigentlich hinter mir die Mercedes-Attrappe. Hey, pass mal auf. So, das war die erste Runde. Und ich konnte nur zwei Fotos machen. Naja.
So, dann fahren wir jetzt mal der Rotte hinterher. Ich fahre hier mal den einen rein, der andere fährt mir rein, ey. Voll Scheiß. Aber bist du jetzt nicht so dolle? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, auf jeden. So. Dann schauen wir mal, gucken wir mal. So, wer ist denn dahinter noch? Ich. Na, dann komm mal. Jetzt parken die auch noch alle anständig. Ey, ihr seid verrückt, ihr parkt ja sogar anständig, ey. Bümmel? Ja? Wollen wir nicht hier oben anfangen zu parken? Alle parken in so einer Reihenfolge, endlich wird das mal richtig genutzt hier. Eins muss man lassen, Rockstar freut sich den Arsch, dafür sind die Texturen extra gedacht und jetzt werden sie endlich mal genutzt, vielen Dank dafür. Das sieht so geil aus, ey. Ich muss Quote machen. Oh, das geht weiß, was ich machen. Ey, wer ballert hier? Ich baller nicht, ich hab keine Waffe. So. Ich hab einen Loch an der Scheibe wegen dem Pfoten. Dann, ey, ja, soll nicht geballert werden. Ich schieße in die Luft, dass das nicht schlimm ist. So, dann gehen Sieht wir mal los. Aus auf dem Foto, der eine hält gerade die Knarre nach oben. So, ich habe ein Foto gemacht. So, wen haben wir denn hier? Da ist der Christian. Da ist noch ein Parkplatz frei. Das war der Christian. Also hier, ne? Das ist Christian, dein Wagen. Hier ganz in weiß, passend. Sieht geil aus, auf jeden Fall. Also die Karre, Christian, muss ich sagen, muss ich mal gucken, ob das klappt. Ja, bis auf die Kratzer auf der rechten Seite. Ja. Gordon? Oder der Vertreter von Gordon? Ja. Ja, ich höre dich noch. Wir sind gerade noch am Aufnehmen. Wir müssen gerade, wir stellen gerade die Wagen vor. Wäre cool, wenn sich jeder mal vor seinen Wagen stellt. Also, geil. Am besten nicht rumballern, das wäre gerade ein bisschen doof. Ich habe schon ein Bild gemacht, wo jemand eine Waffe hochgehalten hat, das sah ganz cool aus, aber jetzt sollten wir nicht mehr ballern. Weil sonst verkacken wir und dann fliegen die Kisten uns hier in die Luft, das wäre ja echt scheiße. Schade, YouTuber hat das nicht verlassen. Bevor wir mit dem Cruisen anfangen, dann ja die Autos nochmal kurz reparieren lassen. Hallo, das ist kein Rummel. Ja, von mir aus. Ich glaub, das Thema machen wir schon. Dann machen wir einen zweiten Part, wo wir dann fahren, würde ich auch sagen. Dann von der Zeit her kommt das auch ganz gut hin. Hm. Ja, wen haben wir denn da? Wo bist denn du überhaupt geworden? Ich bin hier vorne bei Christian. Beziehungsweise bei dir am Wagen. Nee, bei meiner ist ganz links. Was ist das hier, eine Corvette? Hallo! Nee, was ist denn das? Alter! Oh, der Wacker! Gordon, schmeiß mal den, Er fliegt vom Server. Keine Mietkau raus, bitte. Christian, Gordon, der fliegt vom Server. Ja, er hat's schon gehört. Bitte alle, die jetzt anständig weitermachen wollen, einmal... Was, wie hieß der? Ein Karl... was? Karl Mietkau oder so heißt der. Bitte einmal den Karl Mietkau einen rauswerfen draufklicken, bitte. Wenn wir das mal machen sollten, es reichen, es müsste die Mehrheit sein. Genau. Er hat zwei Autos in die Luft gesprengt. Ja. Und alle drei waren mit von Fazit einfach nochmal her. Und morgen, ich würde dir empfehlen, einfach nochmal die Aufnahme von neuen Standorten. Keine Medikau. Wie kann ich das denn machen? Ich hätte nicht so geil. Du gehst auf online. Er hat schon mehrere Stiefel gekriegt anscheinend. Ja. Hm? Laut meiner Spielerannahme hat jemand schon denjenigen rauswerfen lassen wollen. Ich habe jetzt aufgemacht, das ist schon zwei Stimmen. Ich weiß nicht, wer von euch noch die Meldung gemacht hat. Ja, ist jetzt doof, aber es ist kein Drama. Denn Bilder habe ich ja gemacht von allen Wagen. Das hat sich also gut gepasst. Und ich meine, die Anfahrt die kann man ja jetzt nicht auf, abbrechen. Da kann man ja zum Beispiel noch einen Schritt reinmachen. Ne? Ja, oder? Notstand ist das Wagen drauf. Aber das komplett neu aufnehmen, das würde ich nicht machen. Würde ich auch nicht machen. Nett und gut ist. Ja, toll. Ja, damit sind wir die Kolonnenfahrt schon drauf. Ja, die anderen holen gerade neue Wagen wahrscheinlich. Okay. Ja, genau. Naja, so. Auf jeden Fall, was haben wir hier noch? Ja, gut organisiert, muss ich mal sagen. Richtig ist auch geil. Viel Arbeit gerade, deswegen, wenn du mich abzureden hörst, bist du nicht immer gemeint.
Also das ist, also auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, was ist das für einer? Was dieser Bentley, wie heißt der, Ach, Continental! Ja, genau, genau, ja, genau. Ey, geile Karre. Ja, ist geil. Sauber. Weil solche Typen zerstören dir das Tuning-Treffen. Hört das langsam mal auf hier? Lang und breit organisiert, dann hast du eigentlich beide... Hört das auf Einladung machen sollen, die Dings. Aber rumballern und dann ist das wirklich scheiße. So, sagst du Bescheid. Mich mal. Wenn ich ihn sehe, dann krieg ich da mal einen rein. So, pass auf, ich gebe ein Startsignal. Willst du einen Krieg gegen den haben? Nee, das nicht. Wenn das Startsignal gekommen ist... Komm, fahren die Sitzung rein. Fahren wir los. Wohin? Richtung Flughafen. Alter, was geht denn hier ab? Das war das Startsignal. Ich suche gerade diesen Wichser da, der hier den ganzen Ärger macht. Ja. Und fahren wir wieder Kolonne oder ja, fahren die da, ja, fällt jeder für sich? Nach rechts. Besten hinterher fahren. Ich hab Granatwerfer vorbereitet. Gut, dann fahr vor. Ich glaube, Leute, wir sollen Gordon hinterher fahren. Richtig. Ich muss noch einsteigen. Gott, wo ist mein Auto da? Upp, Schunk. Naja. Ey, was wollen die denn jetzt? Keine Ahnung. Wollen die nicht. Oh, toll, jetzt hab ich einen Stern wegen diesen Pissern. Ich auch. Ey. der springt hier aufs Auto und jetzt hab ich einen Stern, ja geil. Von anderen Let's Playern hier, es klappt ja nie, wie man es will. Also, aus. Wundert euch nicht, liebe Zuschauer. Ich hab noch keinen Stern, ich versuche den auch nicht anzufordern. Wir sind noch einmal vorgerannt und schon hatte ich einen. Ja. So, wie viele Leute haben wir denn überhaupt noch in der Rotte? Ja, eine ganze Menge. Alter! So, 8, 9, oh. Mit Maxi-King mitten in der Kreuzung. Ja, aber da kam ja einer entgegen, muss ich bremsen. Wo ist Lester? Boah, komm schon! Yeah, my creepy silent friend. Oh, hey, you're in trouble. Hm, okay. Ey. I'll deal with it. Der Blut hat mich angerannt, ich krieg keinen Stern. Mein Glück, ey. So. Benni, sagst du nochmal kurz Bescheid da? Alle nochmal kurz sammeln. Vorher am besten letzte Anrufe, um den Stern wegzubekommen, sollte einer jemanden haben. Ich hab zum Glück gehabt, ich hab sie nicht angerempelt. Ne? Aber ansonsten wieder hinterherfahren, Kolonne fahrt. So, sollte reichen. Sollte reichen. Na, sauber. Ah ne, genau, stimmt. Wir wollten ja die Rundfahrt ja machen, ne? Ja. Moment, wer kommt da vorne? Oh. Ach, Commander wird es das noch. Ja. Schade. Gerrit, wo steckst du? Ich weiß nicht, ich fahr gerade den anderen hinterher. Ah, okay. Ah. Ja, die Kolonne hat sich ein bisschen geändert. Der ist hinter mir. Wegen Autos gerade, da waren ein paar Quereinsteiger noch. Ja, ja. So, wir machen jetzt. Genau, wir machen jetzt einen Rundkurs. Ja, würde ich mal sagen, dann machen wir einen Rundkurs. Alter! Super! Was ist nur los? Wegen dem kleinen Scheißwichser da mit seinem Sand King XL. Ah. So, genau, wir fahren in Richtung Highway. Wolltest du nicht vorher noch mal kurz zu Customs? Nö, ne? Nö, warum? Warum? Würde ich auch nicht. Ich meine, die Wagen sind jetzt zwar angeditscht, aber mein Gott, die fahren. Ja, mein Gott, und? Sonnenspringen oder was? Ich zwänge mich jetzt in der Gordon rein. Weil der mit seinem High Sand King, der nervt. Ja. Ständig rammt der mich und
Hey. Jetzt schon wieder hier. Wir werden auf den Highway fahren und dann Richtung, ja. Fahren wir Richtung, Ich bin hinter dir. Ja, fahren wir dann Richtung, Leuchtturm raus. Danke. Boah. So, alle anderen fahren einfach mal weiter. Ich, stell mich nur mal an der Seite. Thomas, du bist jetzt aus Einfahrtier, ne? Gerade. Ich muss hier folgen. Links, rechts, links, rechts. Ach, fahr geradeaus erstmal. Bleib auf der dicken Bahn. Und jetzt links, da ist die Autobahn. Genau, und dann machen wir einen kleinen Halt. Oh Mann, ey. Oder beziehungsweise wir stellen uns dann alle in der Wüste am Flughafen. Wir müssen erstmal die Richtung anpeilen. Wir sind im Moment ein bisschen in die Gegenrichtung. Bei Lester oder was? Ja, den einen. Ja, könnte die Kolonne erstmal warten auf die restlichen? Wie bitte? Die Kolonne bitte warten auf die nächsten, also die, die noch nicht dabei sind. Wir sind auf der Autobahn schon, wir fahren aber nicht wirklich schnell. Also wenn sie einmal richtig heizen, dann sind sie gleich wieder hinter uns dran. Also wir fahren echt gemütlich auch über die Autobahn mit drin 50 km/h höchstens. Ja, Rottenführer kommt. Also es geht noch. Die können uns wieder einholen. Thomas, hau nicht zu viel aufs Gas. War ganz gemütlich. Ja, du fährst schon zu schnell. Ich halte schon die Geschwindigkeit, damit die Kolonne dran bleibt, weil wir uns wollen auch welche einholen. Ich kann nicht langsam mit dem Auto fahren. Natürlich kannst du nicht. Ich kann sogar Schritttempo fahren mit meiner Karre und ich kann auch Gas geben, sodass du. Ja, gleich... du fährst auch. Scheiße. Wer hat denn den da hingestellt? Ich kann das auch mit dem Elder so langsam fahren. Ey, da ist ja auch was. Ich habe einen Muscle Counter da unterm Arsch. Ja, mit dem kann ich das auch. Du musst nur das Gaspedal durchdrücken. So, dann muss ich ja mal kurz gucken. Wo seid ihr denn? Also ich hab's ja verloren. Ich hab vor so einem Wegpunkt gesetzt. So, pass auf. Ich stehe an der Brücke. Und mach Kabumm. Am besten fahren wir jetzt zum nördlichen Los Santos Customs. Und von dort habe ich nochmal einen überragenden Stand, wo wir uns hinstellen können. Wir können eigentlich schon wieder Richtung Forcing Innstead prüfen. Und theoretisch dort irgendwann gerade langsam fahren. Ja, ich muss die Kolonne doch wieder einholen. Wir müssen doch beide zuerst vorne sein, weil wir damit vorne in stärkster Verbindung stehen. Gordon ist noch gar nicht da vorne. Ja, ich weiß. Die Kolonne ist nicht. Einer muss ja die Kolonne anführen. Ja, das ist okay. Na, dann fahr das weniger richtig langsam. Bremst sie nämlich gerade ordentlich aus, wie du siehst. Okay. Wisst ihr, wenn der Veranstalter nicht mal für eine Sekunde aufpassen tut, ne? Ja, dann gehst du in die Hose. Ich bremse sie gut aus, Gordon. Brauchst keine Sorgen. Okay, und Thomas sind dabei, wir bremsen die aus. Oh. Also, jetzt können wir zum nördlichen Gefand des Customs. Ja, für die Schmarre. Mit Customs brauchen wir momentan nicht. Wir warten erstmal, bis der ganze Anschluss wieder da ist, weil die Kolonne sich ein bisschen getrennt hat. Deswegen fahren wir extra so langsam hier auf der Autobahn und bremsen euch leicht aus, damit wieder alle hinter uns sind, damit wir wieder in einen Zug fahren, weil im Moment sind ein bisschen getrennt. Deswegen fahre ich hier gerade so langsam mit meinem Mini. So, jetzt werden wir mal gucken. Ach, da vorne seid ihr! Da! Ja, wir sind jetzt. Ja, weil Gordon soll ja wieder der Kolonnenführer sein, weißt du, damit er wieder vorne fährt und uns die Vorrichtung gibt. Und wir wissen es im Moment nicht, deswegen sind wir auf der Autobahn. Wieder? Wo ist Gordon jetzt? Boah, Alter, Christian, wo willst du denn hin? Ist kurz im Kasten.
Achso, ja, okay, das nee, wir denn, auch in der Wüste machen. Denn, genau. Man meint so hinfahren in der Wüste. Genau, dann ist da der Treffpunkt. Wenn ihr es gehört, da ist der Treffpunkt. Wo? Carstens in der Wüste. Carstens in der Wüste ist unser erster Stopp. Wirst du jetzt mal sehen, wie hier so ein Muscle Car geht. So, ich hab mal kurz den markiert. 2,5 Kilometer. Ich bin rein, mein Gitter. Ich hab mir nur rückwärts geguckt, da sieht so hammer aus, als die alle hinter mir fahren. Wir müssen jetzt auch mal hier vorne hinkommen und dann mal ein Bild machen. Na, ich bin gerade auf dem Weg. Gib Stoff. Mit Vollstoff, ja. Du musst mal ein bisschen Gewicht da fahren, das heißt scheiße, Mann. Alter, ich heiz hier querfeld ein. Nee, jetzt nicht. Mann, ey, da passt man einmal nicht auf die Rotte auf und wo sind sie alle? Alle weg. Naja. Ich hab da so eine kleine Schmarre hinten dran gehabt, die hat mich gerade genervt. Ja, deswegen ja. Deswegen ist ja Treffpunkt ja, da hinten halt, ne? Dann immer noch einer hinter mir. Jo. Ja, ich hab den ja gesagt. Ja, hier ist ja direkt so ein Laden. Davor. War echt gemütlich, Alter, und die halten sich alle an die Geschwindigkeit, außer der eine, der kommt da mit dem Gaspedal nicht so ganz zurecht, aber sonst ja. Halten die sich alle an die Geschwindigkeit. Oder Thomas muss wieder Gas geben. Ja, ich war ja auch bei Customs, hab mein Auto reparieren lassen. Ja, das wollen die meisten im Moment. Der wird gleich eine Menge zu tun haben, der Mechaniker. Oh ja! So, da vorne ist die Rotte wieder. Fahr grad per Anhalter mit. Was? So, dann bleib ich erstmal stehen, bis der Rest angekommen ist und in der Zeit könnt ihr ja eure Karrenheide machen. Junge, so, seid ihr auf der Straße dazu? Sind jetzt schon drin. Vier Autos. Und der jetzt sind es fünf. Fünf Autos machen gerade Heide. So, zwei kommen noch. Wir auch noch mal Heide. Jo, damit sind dann auch die beiden letzten hier. Aber ist es gut, dass das hier so gesittet abläuft. Also. Jo. Wäre dann schön, wenn sie alle mal aussteigen würden. Ja, richtig ordentlich. Gut machen. Boah. Ja, ja. Und da, was ist denn hier schon wieder los? Alter Schwede. Das Wort? Benny, pack bitte mal ein. Bin ja gerade dabei, Alter. Ich bin im Mini, nur zur Info. Falls du es noch nicht abgefahren hast. Das ist am besten ohne an diesen Camaro hängen zu bleiben. Ja. Hä? Für was? Ich hab doch den Mini, ich stehe doch neben Gordon. Ich hab doch überhaupt gar keinen Unfall gebaut. Nee. Ich habe nur ein bisschen Bammel um das Auto, was links neben dir steht. Ach, um Gottes Willen. Ach, geht doch alles, die fahren doch alle sehr ordentlich, die meisten. Zwei, drei Aussetzer, mein Gott, na und? Das passiert halt bei so einer Kolonne, das ist doch normal, dass wir da Unfälle bauen. Aber so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht, das läuft ja relativ gut. Der eine Zwischenfall da vorhin, ja, mein Gott. So! Leute! Ich noch auf den Server sehen. Ne, da wurde auch richtig wirklich hingekickt, ne? Ganz ja. Respekt. Ja, jetzt können sie ruhig alle da mit den Knarren, aber bitte niemanden umbringen oder die Autos zerstören. Also Gordon sagt, Auto ihr könnt bitte durch die Runde rumballern, aber niemanden abballern. Benny, sag mal bitte dem Typi, der da gerade auf dem Auto stand. Das, ja. Welchen von den vielen?
Also wer versucht denn jetzt hier gerade einzuparken? Das ist ja wohl unmöglich. Ja, super, ich wollte eigentlich mal ein Foto machen. Habe ich schon, mir aber ihr könnt hier nachher mal. Ey, nicht auf die Leute ballern. Jetzt stört mich diese eine Jeep hier. Lass mich mal kurz reparieren. Versucht mal einzusteigen. Ey, das ist ja nicht möglich. Die ballern da irgendwie rum. Alter, ich. Alter, das geht auch so wegen dem Film. Ja, wir sollten es nicht zu übertreiben. Jetzt schmeißen sie schon Gas, Achtung. Dankt das hier. Bis jetzt stehen sie aber eigentlich alle ganz ordentlich. Alle gerade in einer Reihe, wunderbar. Jo. Maxi King, du musst noch einparken. Ja, ich wollte gerade... Wieso bleibt das stehen? Ist schon okay, kann stehen bleiben da. Der Maxi King muss auch noch einparken, deswegen. Sonst trampelt ihr euch gleich gegenseitig an. Ich wollte eigentlich mal ein Foto machen von und deswegen... Weil der Mr. Thorax, wollte ein Foto machen von all den Wagen. Ich habe ja schon meine Fotos gemacht. Ihr könnt das aber auch alle mal machen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch gut als andere haben. Habt ihr eure eigene Batterie. Kann ich euch empfehlen. Alle die Autos so stehen lassen und dann mal Fotos machen, wie bekloppt. Kindergarten. Und da macht Gordon vielleicht macht er mit seiner Videoaufzeichnung dann ein Foto, wie ihr Fotos macht, wenn ihr in einer Reihe steht. Wir könnten uns zu Fuß in eine Reihe stellen und alle bekloppt Fotos mit dem Handy machen. Das wäre doch ein cooler Moment. Ja, genau, ich kann nicht. Du filmst das und jetzt play. Benny, kannst du bitte mal sagen, dass er nochmal einparken möchte? Bei der Aufnahme. Jemand ist hier gerade weggefahren mit dem Auto. Der bei Stevo da ist. Was für ein Fahrzeug ist denn das? Ist das ein. Einfach mal stehen bleiben, damit wir Fotos machen können. Ihr versaut euch das doch selber dann. Ist doch schade, Mensch. Eben, genau. Weil sowas ist schwierig zu planen und im Moment läuft es ganz gut. Also versaut das jetzt bitte nicht. Das wäre echt schade. Meine 5 Minuten stehen lassen ist doch kein Problem. Ey. Eben, und genau. Wir haben auch keine Bullen alle, deswegen super. Selten, dass wir wenig Bullen unterwegs sind. Ach nee, jetzt parkt er sein Auto hier und geht auf die Nee, egal. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein HD-Bild davon machen. Das ist natürlich ein Fahrrad. Wem gehört das Auto auf der Straße? Ja, das ist gerade die sollen nicht ballern! Das Auto auf der Straße, das sollte mal bitte geparkt werden, ja? Das die Leute würden sich darauf hören, irgendwelche Autos vor das Bild zu stellen. Vorsicht, so, der ist wenn es irgendwie so geht. Der steht im Weg von der Straße, wenn ich ein Fotos machen will. Auch nicht. Naja, Leute, ihr seht selber. Und fragt am besten mal beide Spuren zu. Chaos! So am Anfang. Sperrt die Straße mal kurz. Chaos pur, ja. Oh Mann, das wird ein Let's Play. Und das bitte nicht mit den Privatwagen, die jetzt auch gerade geparkt sind, sondern ja, genau so, der eine steht da rechts und einer müsste nach links, ja wunderbar. Dann haben wir nämlich kurz einen Moment Zeit, um Bilder zu schießen. Genau. Gott, ey, das ist so groß, dass ich kaum die Autos drauf kriege. Gerade so. Naja, also ich mach jetzt auf jeden Fall mal das HD-Bild. Die Autos eng aneinander, nicht, dass die irgendwie durchkommen können. Das ist geil geworden, das Bild. Ich hab auch was gemacht, und zwar in Sepia. Sieht aus wie so ein Western-Ding. Ich auch gerade. Da kommen die Autos am besten zur Geltung irgendwie. Ja, ich habe auch einen schon mit bunten Farben gemacht, aber das ist... Ja, Alter, was kommt denn da an? Western-Feeling halt. Alter! Ja, geilste! Oh Mann, ey. Jetzt fahr ich nochmal reparieren. Eieieiei. Ja, ich guck mir das jetzt an. Ein wildes Durcheinander, yay. Alter, was ist da gerade weggepackt? So, Leute. Also, wir sind alle die Kamera. Zur Raucherpause, dass die Leute nochmal reparieren können. Ich glaube, er hat schon Fotos gemacht. Ich habe auch welche. Ne, also Leute, ihr seht hier das Chaos. Das waren Märtyrer mit dem Let's Play. Sag ich nochmal.
Jetzt treffe ich noch einen. Ja, klar, so als Treff. ja, meiner ja, so einer. Let's Kindergarten. Let's Kindergarten? Nee, das wäre natürlich auch eine Idee. Nee, so, Abmoderation jetzt. Oh mein Gott. Bye, bye. Leute, das war ein Tuning-Treff, veranstaltet mit P1TV. Insgesamt als Crew waren wir tätig, die Märtyrer. Ich wollte es gerade sagen, Incorporation, Stammcafé und Märtyrer. Genau. In Kooperation, in Zusammenarbeit mit dem Stammcafé. Deshalb auch Dankeschön an Benny. Und ja, dann würde ich mal sagen, schaut das nächste Mal wieder rein. Ich hoffe, es wird besser. Das bezweifle ich. Hat doch besser geklappt als bei Mr. Ihr wisst schon wen. Ne, genau. So. Leute, bis denn. Tschüsschen. Das nächste Mal komme ich vorbei.